Das ist ja mal ein cooles Bild. Wie der Turm von außen aussieht. Das Problem ist, Turm von innen finde ich nicht so geil. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Da schwinden schon die Mitspieler. Das ist ja nett. Dann müssen wir jetzt schon alles auf eine Karte setzen. Oder auch nicht und Gabsch vornehmen. Ich habe die Hoffnung, ich lerne aber noch etwas die Karte kennen, wenn ich wieder herumgrapsche. Aber womöglich geht's wieder schief. Ich werde mich einfach überraschen lassen. Die letzte Karte, die ich an diesem Abend spiele, wird Turm sein. Na toll. Hätten wir nicht Haus spielen können? Oder Yacht? Oder Freizeitpark, selbst die Karte. Na, irgendwann musst du die Karte halt auch mal besser reinbekommen. Und das kriegst du halt nur durch Spielen hin. Ich mach mal oben die Luke zu. Ja, ein bisschen später, aber hey. Ein paar Fußabdrücke weniger. Das Spiel spiele ich nicht mit. Ach, tschüss. 5 Sekunden. Außenkameras gibt es hier eh nicht, da muss ich mich eh nicht so beeilen. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Ach, was will ich eigentlich? Da drin, ich muss doch grapschen. Das Klo ist nebenan, oder? Naja, nicht ganz. Jetzt wissen die, wo mal jemand war. Kopfhörer ziemlich laut drin, damit ich jedes Wassertropfen höre. Hier hört man einfach nur die Klimaanlage, mehr hört man hier nicht. Und vielleicht ab und zu unten ein Autochen. Oh, da ist ein Schildträger. Ich sichere die Wand. Psst. Es geht schief, oder? Claimer. Es geht sowas. Die Gegner schief. Haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Mann, ich hab Gänsehaut. Das Herz pocht. Nee, Gänsehaut habe ich nicht, aber das Herz pocht. Die haben bloß die Tür abgesichert, dass ich jetzt nicht hier durchkomme. Die gehen in die andere Richtung weiter, wie es mir scheint. Der Feind wird gleich das Gebiet. Nein, jetzt will ich gerade los. Blödmänner. Nein, die steht schon nicht verkehrt. Kontaktgranate und die ist weg. Nicht so einen Lärm machen. Blödes Ding. Ich darf nicht in die Masse gehen. Ich muss jemanden einzeln erwischen. Wo ist der Gegner? Ich finde nicht. Mann, greife ich jemanden ab. Oh, jetzt muss ich aber gleich rein, wenn es nur noch 2 gegen 2 steht. Ich bleib jetzt hier drin.
Na, du. Da ist eine Tür gewesen. Kacke. Nein. Scheiße. Jetzt habe ich ja gar nicht gerallt. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. 15 Sekunden. Nur noch 15 Sekunden. 2 gegen 2. Nur noch ein Gegner übrig. Klingt gut. Gewonnen. Oh. Gegner eliminiert. Mann, ich hätte gedacht, ich war so nah an jemanden dran zwischendurch. Aber nee. Als ich noch unterwegs war. Ich bin bewusst nicht in den Gang gegangen, da wo die Treppe ist, wo ich zum Luke zumachen hoch und dann wieder runter bin. Weil da mindestens zwei waren, habe ich gedacht. Naja, immerhin bin ich nicht sofort gestorben. Und ich habe den Claymore kaputt gemacht. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Bin schon richtig im Gebäude drin mit der Drohne. Hi Leute. Ich hab die nicht gehört, ich bin einfach hier rein. Das war Glück. Verstecke ich mich hier. Verstecken. Einsatz in 5 Sekunden. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Ja, bitterkalt. In Korea schneit's. Sowas. Ja, wobei, da waren ja auch die Winterspiele. Wobei, lag da auch wirklich Schnee oder war das nur Kunstschnee? Keine Ahnung, ob die Koreaner Schnee sehen. In ihrem Leben. Im Normalfall. Vielleicht könnt ihr mir da was als Hobby-Koreaner sagen. Zu diesem Thema. Oha, ich habe so viel Glück mit dieser Drohne. Ahahaha. Ne, jetzt war das Glück aufgebraucht. Fußabdrücke. Wer hat sich denn hier reingesellt? Komisch. Wer hat sich denn hier hingehockt? Dass hier Fußabdrücke sind, die Jackal scannen kann. Naja. Wollte da jemand Läsionenkram hinlegen? Was denn hier? Wir sollten nicht alleine gehen. Wenn ich mich hier nicht so gut auskenne, geht das doch noch schief. Direkt in die Läsionmine gefallen. Die nächste gefunden. Ich will auch eine finden. Ich sollte lieber so gehen. Da ist Alibi. Ob es gut geht? Naja. Alibi lebt noch. Sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Granate reinwerfen? Nee, will ich dafür nicht verschwinden. Das ist ein Gegner. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren. Ach Mann, wieso komme ich hier nicht drüber? Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Blablabla. Schussgeräusche von der Zweitwaffe von Togepi klingt cool. Schon 2-0. Ja, so schnell kann es gehen.
nochmal. Ist da draußen von euch jemand Turmliebhaber? Mag jemand diese Karte hier besonders sehr? Ich war ja anfangs von Freizeitpark, von der Karte an sich, also vom Setting her, wirklich absolut begeistert. Verlassener Freizeitpark. So verlassene Gebäude finde ich ja allgemein sehr interessant. Das fand ich ja super. Aber von der Karte her an sich sehr schwierig, Freizeitpark. Aber mittlerweile finde ich Freizeitpark spitze. Weil die Erfahrung oder der Spielspaß dann einfach mit Kartenkenntnis kam. Vielleicht kommt das hier auch noch. Moment, ist hier noch was? Ich mach mal hier zu. Wir werden wohl genug Wände für diesen kleinen Raum haben. Nur noch 10 Sekunden. Und ich werde mich gleich vom Acker machen müssen. Ah, nee, hier ist er, warum? Da bist du fast Außenbereich. Nee, das ist nicht gut, da gehe ich woanders hin. Hier ist die Ecke mit den Klos. Und nur noch 4 Gegner. Hier ist auch wieder Außenbereich. Also Außenbereich, offener Bereich, sage ich mal. Gefällt mir gar nicht. Hier ist viel zu hell. Mist. Was ist denn? Ach, Turm. Kleine Turm-Souvenire. Trinkflaschen. Da sind noch Strohhalme drin. Sehen aus wie Warnantennen für Flugzeuge. Achtung. Hohes, spitzes Ding. Nicht gegenfliegen. Ich drehe den Kopfhörer wieder besonders auf. Das sieht sehr interessant aus. Oh nein. Okay, das Ding hat mich gesehen, ohne zu markieren. Davon kann ich fest ausgehen. Na, da ist Blitz. Wo ist die Tür hinter mir? Oh, jetzt laufe ich vielleicht dem Gegner in die Arme. Oder er. Schnell, schnell! Nein, aua, böser Mensch. Bringen die sich gerade gegenseitig um? Puh, wie ich da rausgekommen bin, krass. Alter Verwalter, das war mehr Glück als alles andere. Letzter verbleibender Gegner. Mir war aber klar, dass der Gegner nicht in unmittelbarer Nähe zu Ash ist. Zumindest habe ich das gedacht. Habe ich nicht verkehrt gedacht. Aber ich wusste auch, dass Blitz nicht allzu weit weg war. Okay, der ist... Oh, der ist beim Bereich. Ich bin fast tot. Ich sollte nicht den gleichen Weg gehen. Gut. Von beiden Seiten. Ich habe gewartet, bis der rankam. Er hat dann sofort gesehen. Praktisch. Makelloser Sieg auf Turm. Ich bin ja entzückt. Aber was für ein Schwein gehabt. Aber es war auch bestimmt immens wichtig, dass ich da mal die Leute markiert habe. Punkte sind nicht alles. Einzelaktionen können schon viel ausmachen. Die müssen gar nicht viele Punkte geben. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht ganz nutzlos in dieser Partie. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschau, tschüss.